Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Hannes. Moin. Das ist der Ramses. Und ihr kennt doch bestimmt alle die Wiesen. Das ist das, was beim Hannes immer im Hinterhof abgeht. Das komische Festival da, wo immer alle halbnackt rumrennen und lutschen und machen und vor allen Leuten. Und dann kommen die immer und drehen da. Und dann, das ist auf jeden Fall immer total wild, feucht, spritzig. Und deswegen sitzen wir jetzt hier auch im Regen, denn wir wollen die Oktoberfest-Mars kreieren. War ich nämlich einkaufen mit Pupsi und habe gesehen, es gibt so ein schönes Paulaner Münchner Oktoberfest-Bier. Das sieht richtig genial aus, das sieht richtig stark aus. Da sind so hier die Mädels drauf, die Bierkrüge rumstemmen und durch die Gegend tragen. Und neben diesem Oktoberfest-Bier, sauber Janne, jetzt fängt es aber an, gibt es auch noch von Löwenbräu München Oktoberfest Bier! Und wie sinnlos ist das eigentlich? Ihr wisst, wir machen, wenn wir Maßgetränke kreieren, immer eine Drei-Komponenten-Maß, bestehend aus Bier, was nicht-alkoholischen für den Namen und ein Topping, was noch was Hochprozentiges ist. Das ist aber eine Spezialmaß und beim Oktoberfest wird Bier gesoffen und sonst nichts. Da kommt das dann nicht an mit Limo und vermischt es. Deswegen ist die Oktoberfest-Maß eine Doppel-Bier-Komponentenmaß, aber wir haben trotzdem noch eine dritte Komponente. Die seht ihr aber dann erst zum Schluss. Erstmal Grüße gehen raus an Eiskorb Jens. Der hat uns nämlich wieder diese Maßkrüge gesponsert und bereitgestellt. Danke dafür. Der Karton ist schon durchgeweicht. Wusste ja keiner, dass es regnet. Und als allererstes füllen wir natürlich die Paulaner München Oktoberfest Bierdose ein. Ein halber Liter davon, dann ein halber Liter von dem anderen, von der Plörre da. Das ist auf jeden Fall ein richtiges Special. Das nehmen wir jetzt hier im August auf. Am besten man lädt es im Oktober hoch, damit das wieder passt. Die Oktoberfest Mars. Wir kreieren Mars, so wie wir auch die Evil Mars, die Evil Tal Mars an Halloween kreiert haben. Wir hauen direkt gleich hier dieses komische Blaue hinterher. Oktoberfest-Bier. Löwenbräu, genau. Wie viel Prozent hat das erste eigentlich? 6%. Jo. Das ist ja ein kräftiges Bier. Und das hat 6,1. Jawohl. Das ist ja sogar noch kräftiger. Wir hauen also auch das hinterher. Jetzt sieht es schon sehr goldig aus. Ach so, jetzt kann man das Glas ja gar nicht mehr so schräg halten wie beim ersten Mal. Sonst läuft nämlich das Bier, was zuerst reingefüllt wurde, raus. So. Jetzt ist auch noch Wind am Start, es ist kalt, jawohl, es ist flattrig. Ich verstehe es nicht. Ich dachte, es sind 2x0,5 und ich dachte, dieser Strich sagt uns, das ist ein Liter. Jetzt seht ihr, ein Liter ist hier oben, also keine Ahnung. Beim Hannes sieht es auf jeden Fall richtig gut aus, richtig stark. So sieht der Oktober Mars, Oktoberfest Bier Mars aus. Oh, top this. Jetzt merkt man gar nicht, dass das eine kreierte Mars ist. Aber dafür haben wir jetzt noch unser Topping. Nachdem wir sonst immer so Goldbrand und Goldkrone und Pfeffi und Wodka und was weiß ich nehmen, haben wir uns heute für einen Kronenhof Weizenkorn entschieden. In einer Plastikflasche. Ich dachte immer, das sind Gläser, ja, Glas. Ja, das dachte ich ja. Gläserglas, aber es ist. Es schmier ab. Ich krieg's nicht mal auf, weil ich schmier durch den Regen einfach nur noch ab. Jetzt hat's gerade geknackt. Es scheint noch zu funktionieren wollen. Es ist geknackt, trockt. Das ist die Wassermaß, jetzt auch neu. Wir füllen also noch unseren Weizenkorn ein. Jetzt ist es wirklich gebröckelt voll. Jawohl. Ich bedanke mich nochmal beim Eiskorb Jens. Es ist nass wie Sack, Sack nass. Richtig super. Hannes, die Farbe ist die gleiche. Jo. Man denkt jetzt, das war's. Oh, auf dies. Ich wünsche dir einen guten Durst. Jo. Euch ist super Wetter, ne? Gute Wiesen. Ich war noch nie dort. Grüße an der Turin, der war letztes Jahr dort. So, jetzt aber mal probieren. Ah. Woo. Ja. Entweder ist der Weizenkorn nach unten gesunken oder ich schmecke einfach gar nichts mehr, seitdem wir die Crazy Bastard Hot Chili Soßen vorhin getestet haben. Es schmeckt für mich gerade einfach halt nur nach Bier. Ja.
nach warmem Bier. Da seht ihr ruhig, wieso haben wir es diesmal nicht gekühlt? Beim letzten Mal haben wir alles erstmal ins Gefrierfach gelegt und sind dann später los und haben das dann später probiert. Und jetzt ist es halt, ist alles warm. Dafür ist außen wenigstens kühl, kalter Wind, kalter Regen. Das passt schon. Das ist die Brillenmaß. So. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ja. Ich habe mehr erwartet, es schmeckt halt einfach nur nach Bier. Wo ist denn jetzt das Besondere da dran? Leider nicht, aber es ist trotzdem ein Oktoberfest. Ja, ein besonderes Bier. Löwenbräu. Ich glaube, der Hannes bleibt wahrscheinlich bei seinem Münchner Hell. Ja. Das ist nämlich sein Lieblingsbier. Und der Hannes kommt aus Bayern, direkt aus München. Das ist ein original Münchner Weißwurst, wer das nicht wusste. Wenn ihr auch aus München seid, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war es das schon wieder von meiner Seite aus, von Hannes seiner Seite aus. Yo. Wir nehmen jetzt nochmal einen ordentlichen Hieb, nicht übertreiben, den Rest irgendwie genießen. Genau, richtig. Und ich glaube, es hat schon wieder fast aufgehört zu regnen. Jawohl, die Fahrgeschäfte sind auch wieder offen. Achso, wir müssen gleich noch aufs Riesenrad. Ja, genau. Hui, und ich brauche noch ein Backfischbrötchen. Genau. Prost, Hannes. Und auf die Ochsensemi. Ich habe was ins Auge bekommen und sehe nichts mehr. So, wenn ihr noch Mars-Kreationen kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Das war ein Special. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes und ciao. Führt's euch. Führt's euch. Verzieht's euch. Xine Bock, jo, führt's. Yeah.